Drücke Steuerkreuz unten, um B12 um Hilfe zu bitten. Ja, können wir das noch machen, wenn uns das Spiel es vorgibt? Zögere nicht, mich jederzeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen. Der Wächter hat uns gesagt, wir sollten mit Momo oben in dem Großgebäude mit dem orangefarbenen Neonschild sprechen. Er ist die einzige Spur, die wir haben, um hier rauszukommen. Welch einfallsreicher Tipp hier. Danke. Na gut, dann wollen wir mal. Haben wir auch jetzt zumindest hier wieder diese Bewegungsfreiheit. Das finde ich klasse. Scheint irgendwie so eine Art kleine Siedlung hier zu sein. Wir haben auch auf jeden Fall ein bisschen mehr Freiheit. Oh, leerer Pizzakarton. Oh, wie ich jetzt echt Hunger hätte auf ein Stück Pizza gerade. Okay. Ich habe erstmal hier die leere Flasche hier hoch geworfen. Okay, das sind Bettler in KI-Form. Ich habe irgendwie schon fast das Gefühl, die reden irgendwie ein bisschen japanisch. Wir haben Glück, dass wir diese Gegenstände haben, um uns gegen die Zergs zu verteidigen. In den Slums gibt es viele Bedrohungen und Vorsorge ist das A und O. Was sind denn Zergs überhaupt? Ich verstehe das noch nicht. Ich glaube, uns hat man das noch gar nicht erklärt, was es ist, oder? Manchmal stoßen wir auf gefälschte Bilder wie dieses hier, die alle von der Außenwelt reden. Ein schöner Traum, finde ich. Bringt uns auch nicht allzu viel weiter. Der ist auch Müllsammler. Und heißt Vince. Schau dir mal all die versteckten Schätze hier im Müll an. Pennys vom Himmel. Oder wo immer die auch herkommen. Ja, das sind wirklich 1:1 hier, Bettler. So, Postkarte. Ein blauer Himmel. Ach, stell dir das mal vor. Ich glaube, die haben irgendwie alle so ein bisschen hier, die Hoffnung aufgegeben, wie es scheint. Es ist schade eigentlich, dass sie so umprogrammiert worden sind. Aber wir lassen uns natürlich nicht davon beirren. Okay, können die drei Sachen anscheinend inspizieren. Scheint auch nur neutral zu gucken. Okay, was haben wir hier? Ein Notenblatt. Hallo. Oh, ich hätte vielleicht ausgeblendet sein sollen. Ich bin der Kaufmann vom Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das hier ist ein Musiknotenblatt. Ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Es kostet dich eine Dose Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Geil. Weiß ich, kann dir die Postkarte anbieten. Nein, tut mir leid. Das kann ich nicht annehmen. Warum nicht? Doch eine Postkarte, die ist doch viel mehr wert als eine Dose Energy Drink. Weißt du, mit einer Dose Energy Drink kannst du vielleicht deine Batterien auffüllen, aber wird wieder verbraucht und eine Postkarte, da hast du eine Erinnerung für die Ewigkeit. Stromkabel inspizieren. Das ist ein Satz Stromkabel, das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dir dafür ein super Spirit... Plus Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Was sind das für Angebote? Das hier ist ein uraltes Relikt. Ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich 3 Dosen Energy Drink. Okay, also hier wird wirklich richtig gehandelt. Der Marktplatz. Alles klar. Ja, also hier kann man auf jeden Fall Tauschgeschäfte machen. Gucken, ob wir dann diese Sachen hier finden. Überleg gerade sein. Ist das ein Anglerhut, was er hat? Er ist, glaube ich, irgendwie Gärtner oder so. Arigato, ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch wenig Licht. Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schau, wie groß sie werden. Das ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Kann ich mir vorstellen. Hier, Postkarte. Willst du in die Außenwelt? Ja, dann viel Glück. Das wird so schnell nicht passieren. Mit Roshi sprechen. Okay. Ich glaube, mit denen ist sowieso hier eher...
ein bisschen eine Kirsche essen. Ist auch ein Händler? Ne, hier können wir wieder unsere Krallen wälzen. Okay, Moroske! Hallo, ich bin Musiker, ich habe aber keine Songs. Das ist traurig. Ich besorge dir etwas, okay? Hier, eine Postkarte. Vielleicht kannst du dich davon inspirieren lassen. Ein blauer Himmel. Ha, darüber werde ich eines Tages ein Lied schreiben. Na guck mal, siehst du? Genau mehr wollte ich doch nicht. Hier, Inspiration, Postkarte und schon ist die Sache hier gegessen. Aber wir tun auch einen ganz großen Gefallen hier. Das kann man nicht anders sagen. So, dann wollen wir mal. Ja, wir können hier nur hochspringen. Übersetzen. Der Zugang zur Kanalisation ist aufgrund der Verbreitung von Zergs verboten. Bleiben Sie in Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Was sind denn Zergs jetzt zur Hölle? Geheimnisvolle Passwort des Safes mitnehmen. Komm. Digicode benutzen. Ist es gefährlich, wenn ich da jetzt ein Safe versuche zu knacken? Also nicht, dass die da irgendwie so irgendwas gegen mich haben oder ähnlich ist. Ach so. Moment. Ich muss mal kurz auf mein Gegenstandsmenü zurückgreifen, glaube ich. Komme ich denn jetzt nochmal damit hin? Warten das nochmal. Da. Danke. So, geheimnisvolles Passwort. Wir können das untersuchen. Wir können sogar... Krass. Okay, wir können sogar Gegenstände drehen und so weiter. Ist klar. So, was kann er uns sagen? Da steht... Folgt den Zahlen geschrieben. Aber es scheint aus wie eine binäre Sprache. Eine Abfolge von Nullen und Einsen. Wir müssen diesen Code auf irgendeine Weise entschlüsseln können. Wahrscheinlich hat er was mit diesem Safe zu tun. Egal. Du bist doch Dolmetscher. Ich dachte, du kannst es doch übersetzen, oder nicht? Ah, dass man hier aber diesen Gegenstand jetzt nicht im Detail uns anschauen können. Weil ich hätte diesen Binärcode geknackt. So viel kann ich schon mal sagen. Da ist die Frage, wo kann man jetzt das Ganze hier entschlüsseln? Der Sound wirkt ein bisschen... mystisch, nenne ich es jetzt mal. Okay, wir können da noch hochklettern. Aber ich denke mal, wahrscheinlich werden wir... Oh, geil. Kommen sogar hier raus. Cool. Oh, ist aber so cool, dass wir aber auch mit wirklich vielen Robotern hier kommunizieren können. Hm? Wir können hier Y machen, das ist interessant. Die scheinen sich auch irgendwie Witze um Witze hier zu erzählen. Na gut. Sag! Ich habe es auf der Straße liegen gelassen und am nächsten Tag hatten die Zergs es komplett aufgefressen. Das ist doch verrückt, oder? Sie verschlingen einfach alles. Außer die Postkarte. Kann aber auch den hier zeigen. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technik-Freak kann den lesen. Okay. Aber dann möchte ich vielleicht nochmal die Postkarte einblenden. Noch ein Bild von der Außenwelt? Lass mich bloß in Ruhe mit dem Kram. Das ist doch alles Quatsch. Okay, dann erzähl ruhig deine Witze dem einen weiter. Rico, all die verqueren Sachen passieren immer dir, Kumpel. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Das ist ein schönes Bild. Gefälscht, aber schön. Hä? Ja?
okay, das ist ja voll cool. Habt ihr ja gerade auf dem Bild gesehen, wie sich sein Gesichtsausdruck verändert hat? Nein, der findet uns süß. Genau so und nicht anders. Okay. Die scheinen uns, glaube ich, irgendwie sogar sehr zu mögen. Okay, also nur ein Technikfreak kann den knacken. Das heißt, wir können auch nur mit einem bestimmten hier sprechen. Übersetzen. Hauschhändler, Super Spiritwäscherei, Omas Kleidung, Elliot Programmierung. Ein wirklich, glaube ich, sehr, sehr große Gegend hier zu sein. Was haben wir hier? Elliots Programmierung. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das ist, wo wir uns begeben müssen, weil das ist, so den Typen, den wir da jetzt treffen müssen, ist da wahrscheinlich oben. Ja, wir kundschaften die Gegend einfach ein bisschen. Ich glaube, das muss auch mal sein. Wapp. Willst du etwas? Yep. Oh, du bist einer von diesen Außenweltlern wie Momo. Na dann mal viel Glück. Und was ist mit dem Code? Die sagen auch alle das Gleiche hier. In Bezug auf den Binärcode. Aber eigentlich sind das doch alles auch Roboter. Oder Androide nenne ich es jetzt mal. Die müssen doch eigentlich theoretisch in der Lage sein, diesen Code doch auch bedenkenlos knacken zu können. Also eigentlich müsste man ja doch normalerweise davon ausgehen, dass die einen sehr hohen Intelligenzgrad hier verfügen. Oder es kann natürlich sein, vielleicht haben sie auch so ein veraltetes Update und laufen auf einer sehr alten Softwareversion. Dann kann ich das irgendwo verstehen. Oma hat mir diese Kleider gemacht. Ganz schön schick, oder? Ha, ein blauer Himmel. Das wäre ja schräg. Ist es bei dir auch so, wenn ich dir jetzt zum Beispiel den Passwort... Okay. Scheint überall dasselbe hier zu sein. Ah, das ist Omas Kleidung dann. Jawohl. Scheint sehr glücklich auszusehen, wenn wir sie einmal miauen. Oh. Ich liebe es zu strecken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen an Schals gestrickt. Da hat man immer gut zu tun. Wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich dir einen Poncho stricken. Du inspirierst mich. Aber es ist nicht leicht, hier die richtigen Materialien zu finden. Ah, okay. Stromkabel kriege ich auch erst nur dann, wenn ich den Käufer überrede, dann dieses Tauschgeschäft zu machen. Alles klar. Okay, also so langsam verstehe ich schon so ein bisschen hier die... die Bedeutung dieser Gegenstände. Ich dachte, die wären nur da, um da zu sein. Aber es ist nicht immer so. Was schon mal ganz gut ist. Hm? Es ist okay. Du kannst gehen. Der Wächter sagte, dass es nicht die Zirks waren. Okay. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Was das jetzt gerade für eine Bedeutung hatte, aber... Nehmen wir es erstmal so hin. Ich muss aber ziemlich oft hier die Facecam aus- und einblenden, merke ich gerade. War ja gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob dieses gesamte Gebiet, in dem wir uns jetzt befinden, wirklich den Robotern zugeordnet ist oder sind. Wäre schwer. Okay. Nächste. Rosie. Wenn du also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein, oder? Zeit ist schon seltsam. Was?
Aber nochmal bitte. Wenn also heute das Morgen von gestern ist, dann wird morgen das heute von gestern sein. Okay. Mach mich jetzt nicht schwach hier, okay? Wir altern nicht wie unsere Vorfahren, die Weichen. Wir sind hier gefangen. Für immer. Sehr hübsch. Wäre so schön, wenn denn echt wäre. Oh. Guck mal. Der schaut Fernsehen. Also das Bild wird irgendwie sehr, sehr abgehackt, aber in 374 Jahre hier diesen Fernseher anzustarren, das ist auch schon eine gewisse Kunst. Wie man da hier wirklich in diesen Slums hier machen kann. Kann ja sehr, sehr viel interagieren mit den einzelnen Sachen. Ankündigung, ich suche jemanden, der den Südeingang der Sicherheitszone überwachen kann. Die Entlohnung beträgt 2 Pins Bujaöl pro Tag. Bitte den Wächter kontaktieren. Hä? Wenn es so ist? Was ist das jetzt? Ah. Okay, ich glaube, mit dem haben wir schon bereits was gemacht. Das ist schon krass, wie man da hier machen kann. Oh. Der läuft. Das ist dann wahrscheinlich der Händler. Hey. Kann ich mit dir reden? Oh, hoppla. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Das war nicht meine Absicht. Aber ich wollte doch ein bisschen Aufmerksamkeit von dir haben. Ist dir was passiert? Okay, ihm scheint es nicht wirklich sonderlich zu jucken, was wir hier gerade gemacht haben. Okay. So, hier können wir nicht rein. Da können wir nochmal was übersetzen. Bin mal gespannt, was hier steht. Ankündigung, ich bin auf der Suche nach Notenblättern, um mit meiner Gitarre hier ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Wenn du welche findest, bring sie mir. Wohne in der Nähe des Aufzugs. Maruske. Hier sind auch überall Aufträge, die man hier erfüllen kann. Wie insane ist das? Ich glaube, das ist so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt, glaube ich, des Spiels. Wer bist du? Zoe. Hoffentlich lassen die Jungs nicht wieder einen Farbeimer fallen, sonst wird Cosma sauer. Was ist das? Ein Strand? Davon habe ich in meinem ganzen Leben noch nie was gehört. Ja dann. So, ich kann auch, ja, okay. Also zumindest zum Thema Passcode sagen alle genau dasselbe. Ah. Schade, dass man da irgendwie keine Karte hat, auf sich da so einen kleinen Stützpunkt hier draus zu machen. Also quasi, um sich so ein bisschen danach zu richten, wo man schon gewesen ist und wo nicht. Will man noch wissen, wie man hier sprintet. Das habe ich komplett, glaube ich, hier verdaddelt. Aber ja, also man kann hier tatsächlich einiges machen. Wie gesagt, ich denke mal wahrscheinlich, dass es hier auch Dreh- und Angelpunkt des Spiels sein wird. Solange sie nicht uns gegenüber feindlich gesinnt sind, ist, denke ich, alles alright. Aber ich meine ja auch ganz ehrlich, was soll eine Katze da großartig da machen? Ne? Ich meine, wir sind anscheinend nicht so wie die Turks. Denke ich mal. Obwohl ich immer noch keine Ahnung habe, was das für Dinger sind. Na? Teddy! Du siehst ein bisschen aus wie ein Zerg. Zumindest aus der Ferne. Hallo. Sie sehen niedlich aus und hören sich auch so an, aber lass dich nicht täuschen. Die Dinger knabbern sich durch Metall. Sind furchterregend. Ja, aber warum wollen sie dann uns knabbern? Oh, das ist das die Außenwelt, von der Momo ständig redet? Na gut. Können wir hier rein? Oh, geil! Die haben sogar eine Bar!
Perfekt, komm. Lass mal auch saufen. Das wäre mal was. Willst du etwas? Yep, hier bitte. Eine Postkarte. Ah, der Mythos des blauen Himmels. Ein schönes Konzept. Irgendwie scheint ihr alle so ein bisschen... einer der Waffe zu haben. Was? Wir können die Musik ändern? Oh, das ist ja cool. Kann man machen, auf jeden Fall. Der ist hier wahrscheinlich sturzbesoffen hier, der. Kerl. Bar sieht aber auch echt gut erhalten aus. Uferbar. Dem können wir wohl wirklich nicht sprechen, aber dem Kellner. Was ist neu hier? Was kann ich für dich tun? Ich möchte dir gerne diese Postkarte zeigen. Oh, das ist ein schönes Bild von der Außenwelt. Momo ist ein echter Fan dieses Mythos. Du solltest es ihm zeigen. Deine Wohnung ist da ganz oben. Halte Ausschau nach einem orangefarbenen Neonschild. Ja, cool. Wussten wir schon, aber danke. Oh. Hey, wie niedlich die da alles schon so am Gucken sind. Das ist voll nice. Katzen muss man doch immer gerne haben hier. Lass mal trotzdem nach oben. Vielleicht sehen wir... krassen Billardtisch. Merken? Was ist das denn? Essen die das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie den Menschen nachahmten. Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegenüber ihrer Lebensweise sein. Ist doch, ist mir doch egal. Ah, eine neue Erinnerung. Cool. Also langsam, ja, ist das schon gut. Ja, hier kann ich wahrscheinlich daran kratzen. Yep. Wissen wir jetzt nicht unbedingt, das passt schon. Von hier kommen wir wieder raus. Das ist schön. Miau. Bringe 500 Mal. Was? Oh, Notenblatt nehmen. Okay. Nice. Es lohnt sich halt wirklich hier diese ganzen Siedlungen, nenne ich es jetzt mal, auch einmal abzuklappern. Oh, der ist nicht so ganz glücklich. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Die Außenwelt, um sich die Mühe machen, sie zu finden. Uns geht's doch gut hier. Okay. Ich denke mal, das Notenblatt kann man hier Moroske zeigen. Gehe ich mal davon aus. Ein Notenblatt, ich spiele kein Instrument. Tut mir leid. Ja gut, dann kann man es ihr auf jeden Fall geben. Erstmal hier schön alles schön über den Haufen schmeißen, so gut es natürlich geht. Nein! Als ob man wirklich... Was? Kriegen wir dafür irgendwie einen Erfolg, wenn wir alle Kugeln jetzt einfach mal so versenken? Boah, wir können einfach mal Poolbillard spielen. Okay, die eine Kugel machen wir auch noch rein. Ja, darfst du es? Ah, schön. Mit dem Schweif, so muss das. Guck mal, ich habe das Spiel gewonnen. So einfach kann es gehen. Aber ich glaube... können wir das wieder respawnen? Nee, die sind alle unten. Schade. Hm? Und ein Counter ist das. Aber... das scheint uns, glaube ich, uns erstmal nicht sonderlich hier zu interessieren. Ach! Okay, da ist noch eine Kugel unten. Oh.
Also ich dachte vielleicht, wenn wir alle Kugeln hier versenkt hätten, kriegen wir dafür irgendwie einen Erfolg oder auf der PS5 eine Trophäe. Wahrscheinlich will man auch eine kriegen. Können wir sogar trinken. Wenn wir es wollen würden. Cool. Okay. Oh, warte, stopp mal. Bevor wir hier verlassen, nochmal übersetzen. Jakob, Mitarbeiter des Monats. September XX27. Was? Welche Zeitspanne leben wir denn jetzt hier? Wetter scheint irgendwie auch so irgendwie zu sein. Es ist voll nett, diese Musik. Es lohnt sich ja wirklich, das Ganze hier bis ins kleinste Detail sich zu auszukundschaften, weil man entdeckt schon sehr, sehr viel, gerade hier in den Slums. Das ist so zumindest mein Eindruck, den ich jetzt hier habe. Lass mal kurz rausgehen.